Liebe Freunde, auf Druck höherer Mächte lässt die Charité eine Studie eines ihrer führenden Mitglieder, Professor Harald Mattes vom Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, im Giftschrank verschwinden. Dieser hatte nämlich in einer sehr aufwendigen Studie herausgefunden, dass die Rate schwerer Nebenwirkungen bei den mRNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna mit 0,8% etwa doppelt so hoch liegt wie bei herkömmlichen Impfstoffen und sogar 40 Mal höher ist als vom zuständigen Paul-Ehrlich-Institut angegeben. Diese Ergebnisse müssten eigentlich sämtliche Überlegungen zu einer wie auch immer gearteten Impfpflicht sofort ad acta legen. Im Gegenteil, den Impfstoffen müsste eher die eh nur vorläufige Zulassung sofort entzogen werden. Aber nichts dergleichen. Die Deutschen werden ungebrochen an der Nase herumgeführt. Reflexartig wird über die Studie und ihren Urheber hergefallen, entweder durch linke Kampfpostillen oder durch der Bundesregierung wie Staatsmedien nahestehenden Kollegen, wie der von der ARD zum Faktenchecker emporgehobene Impfforscher Leif-Erik Sanders. Anstatt über die Ergebnisse der Studie mit 40.000 Datensätzen sehr breit angelegt zu diskutieren, das wäre in der Wissenschaft der normale Weg, wird hier gnadenlos zensiert. Wissenschaft ist, was das Establishment gut findet. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass nicht nur die Studie, sondern auch Professor Mattes in nicht allzu ferner Zukunft von der Bildfläche der Charité verschwinden werden. Ob der Messias der Corona-Apologeten und Charité-Chefvirologe Christian Drosten bei dieser groß angelegten Wissenschaftszensur seine Finger im Spiel hat, muss man wohl vermuten.